Zunächst gehen wir in einen Browser, zum Beispiel Chrome, und geben ein kappenberg.com. Mit Enter wird das Menü des AK Kappenberg aufgerufen. Wir nehmen das rot umrandete Bildchen AK Mini Labor und wählen dort AK Mini Labor Internetversion. Dann kommt das Menü vom AK Mini Labor. In der Spalte Denken und Daddeln wählen wir das mittlere Bildchen, die AK Ratewand. Um ein Spiel einzustellen, gehen wir auf Neues Spiel, gucken dort bei Datei, welche Themen es gibt und nehmen jetzt in diesem Fall OC1 Alkane Erdöl, erhöhen die Anzahl der Gruppen auf 4 und geben dann die Gruppennamen ein. Und können dann loslegen. Geht also diesmal um organische Chemie im Allgemeinen, konkret die Alkane, um Erdöl und die Vorgänge in einer Raffinerie. Hier, es gibt jeweils Fragen im Wert von 20 bis 100 Punkten, außerdem Risikofragen und Joker. Und ja, dementsprechend, die Fragen werden in der Regel mit steigender Punktzahl nach allgemeinem Empfinden, wie man so schön sagt, schwieriger. Okay, ein paar Minuten nehmen wir uns dafür. Marei, welche Frage? Alkane 60. Alkane 60, gut. Wodurch sind Isomere charakterisiert? Isomere haben die gleiche Isomformel, aber nur verschiedene Strukturformen. Richtig. Gut, volle 60 Punkte. Christine. Organische Chemie 60. OC 60, okay. Nenne zwei Verbindungsgruppen, die zur organischen Chemie gehören. Stoffklassen der organischen Chemie. Also ist damit jetzt sowas wie Alkane, Alkene und so gemeint? Richtig. Alkane und Alkene, stimmt. Bravo. Max? Ja, dann Erdöl 60. Erdöl 60. Oh, bald haben wir die 60er durch. Joker, herzlichen Glückwunsch. Ja, okay. Mike und Marie, womit kann ich euch dienen? Ja, wollen wir Raffinerie 60 oder so? Oder was anderes? Ja, können wir machen. Mir ist es egal. Also. Okay. Probieren wir es mal aus. Raffinerie 60. War einmal symmetrisch geteilt. Super. Benzin und Superbenzin ist im Roherdöl nicht genügend vorhanden. Wie werden diese Stoffe in der Raffinerie gewonnen? Also ich glaube, das war durch dieses Cracken, konnte man ja auch noch diese Kohlenwasserstoffe spalten. Ja, ich meine auch durch Cracken werden lange kettige Alkane da in kleinere gecrackt. Okay, gucken wir mal. Richtig. Wow. Also, habt ihr dann zusammen auch richtig erklärt? Also längerkettige Alkane werden durch Cracken, insbesondere wenn dann in Gegenwart von Wasser oder Wasserstoff, in kleinere Alkane ja, zerlegt. Richtig. Marei. Organische Chemie 80. Risiko, du kannst zusätzlich zu deinen 80 Punkten, die du gewinnen kannst, noch Punkte, die du jetzt bereits hast, einsetzen. Die würde ich dann auch verlieren, wenn... Die würdest du dann auch verlieren, wenn du falsch antwortest. 30 Punkte. Okay.
Dann die Chance auf 30 Zusatzpunkte. Viel Erfolg. Wie kann man nachweisen, dass Zucker eine organische Verbindung ist? Ich komme gerade nicht drauf. Kohlenwasserstoff zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, also eine Kohlenstoffverbindung. Und wie kannst du nachweisen, dass Kohlenstoff in einer Verbindung ist? Beim Verbrennen entsteht Ruß. Das wäre eine Möglichkeit, richtig, du hättest, war aber leider deutlich zu spät, von daher werte ich das jetzt mal als falsch. Ich breche jetzt hier einmal den großen Preis ab. Ich gratuliere erstmal Max zu seinem ersten Platz mit 160 Punkten. Mike, Marie und Christine zum zweiten Platz, jeweils mit 140 Punkten. Und Marei zum dritten Platz mit 30 Punkten, weil sie bei der einen Frage zu den Zuckern ein bisschen Pech hatte.